Also in dem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr in WebStorm mit TypeScript arbeitet. Zuallererst müsst ihr dafür einmal WebStorm herunterladen und installieren. Und nachdem ihr das gemacht habt, müsst ihr zusätzlich noch Node.js herunterladen und installieren. Wenn ihr das gemacht habt, seht ihr hier eure WebStorm-IDE. So. Wenn ihr beim Starten nicht gefragt werdet, ob ihr ein neues Projekt erstellen wollt, geht ihr einfach hier oben in der Leiste auf File New Project. Dort habt ihr dann die Möglichkeit, ein leeres Projekt zu erstellen oder entsprechend ein Angular, Bootstrap oder auch Node.js Projekt. So, bei TypeScript arbeiten wir mit Node.js. Entsprechend können wir hier auch ein Node.js Projekt auswählen. Das hat den Vorteil, dass unsere package.json-Datei gleich beim Erstellen unseres Projekts angelegt wird. So. Unter Location seht ihr, wo euer Projekt abgelegt wird. Ist meistens, wenn ihr nichts anderes eingestellt habt, bei euch in eurem Benutzerkonto und da eigene Dateien im WebStorm Projects Ordner und da wird dann entsprechend für jedes Projekt ein Unterordner angelegt. Ich nenne mein Projekt jetzt erst einmal TypeScript 01. Hier unten könnt ihr dann noch die verschiedenen Node-Versionen auswählen, die ihr installiert habt. Oder entsprechend für euer Projekt andere Versionen herunterladen. Das gleiche gilt auch für den Node Package Manager. Ich möchte jetzt aber meine aktuelle Version Node 15.3.0 und den NPM 7.0.14 verwenden. Danach gehe ich auf Erstellen und sage, dass er in diesem Fenster das Projekt öffnen soll und kein neues Fenster erstellen soll. So. Mittig seht ihr dann euren Editor. Dort könnt ihr dann eure Dateien bearbeiten. Unten könnt ihr dann To-Do-Listen ansehen, Probleme ausgeben, da sind also Fehler, Warnungen und ähnliches oder auch das Terminal nutzen. Links in der Seite seht ihr euren Projektordner. Hier seht ihr auch gleich schon eure package.json-Datei. So, dann kommen wir zur package.json-Datei. Was ist hier drin enthalten? Die package.json-Datei ist eine Konfigurationsdatei oder auch Beschreibungsdatei von eurem Projekt. Enthalten sind der Name, die Version, aber auch eine Beschreibung, sowie Skripte und eine standardmäßige ausführbare Datei von eurem Projekt. Was wir mindestens in der package.json-Datei brauchen, ist Name und Version. Den Rest können wir jetzt erst einmal rauslöschen. Den brauchen wir aktuell erst einmal nicht. Zusätzlich, um TypeScript verwenden zu können, müssen wir noch Abhängigkeiten nachinstallieren. Dafür können wir die package.json-Datei verwenden und zwar können wir hier Dependencies angeben, sprich Abhängigkeiten, die, wenn das Projekt geöffnet werden, heruntergeladen werden. Das hat den Vorteil, wenn wir das Projekt einmal an einem anderen Computer nutzen oder jemand anderem geben, müssen wir ihm nicht die ganzen Node-Module mitgeben oder mitschicken, sondern er braucht nur die Package-JSON-Datei öffnen, den Node-Install-Befehl ausführen und entsprechend werden dann alle Abhängigkeiten heruntergeladen. Sprich alle Frameworks, alle zusätzlichen JavaScript-Snippets oder ähnliches, die benötigt werden, werden dann einfach runtergeladen. So. Und jetzt geben wir einmal TypeScript als Abhängigkeit an. Das funktioniert mit Dependencies. Und dann geben wir einfach TypeScript an. Und zusätzlich die Version, die wir verwenden möchten. Wenn wir jetzt die Package-JSON-Datei speichern, werden wir gleich von WebStorm gefragt, ob wir die entsprechenden Abhängigkeiten herunterladen möchten. Das Ganze können wir entweder hier mit Run npm install machen, über die grafische Oberfläche, oder wir können über das Terminal einfach die Dateien herunterladen. Über das Terminal brauchen wir einfach nur den Befehl npm install. Dieser greift dann auf die package.json-Datei zu und lädt automatisch die entsprechenden Abhängigkeiten herunter, aktualisiert diese oder. So. Wenn wir jetzt hier in unserem Projekt schauen, sehen wir auch gleich einen Ordner Node-Modules, in dem dann alle notwendigen TypeScript-Dateien abgelegt werden. Ja. Wenn wir einmal keine package.json-Datei haben, können wir Abhängigkeiten auch per Hand herunterladen. Bei vielen Abhängigkeiten ist das dann aber etwas mühselig. Also dafür ist dann die package.json-Datei einfach, um sich das Leben etwas zu erleichtern. Und zwar könnten wir das Ganze einfach mit npm install TypeScript machen. Damit wird dann einfach die aktuellste TypeScript-Version heruntergeladen.
Zusätzlich zur Package-JSON-Datei können wir jetzt noch eine TypeScript-Konfigurationsdatei erzeugen. Hier brauchen wir dann aber erstmal nichts ändern. Hier wird beispielsweise über Target festgelegt, welche ECMA- oder JavaScript-Version verwendet werden soll. Hier können wir es aber erstmal bei ECMAScript 5 belassen. Oder auch zusätzlich können wir festlegen, ob eine Source Map erzeugt werden soll oder nicht. So, jetzt möchten wir eine HTML-Datei erzeugen. Diese HTML-Datei nennen wir jetzt einfach mal index.html. HTML, index.html. In diese index.html erzeugen wir jetzt erst einmal ein Formular und fügen ein Eingabefeld und einen Button hinzu. Input-Type. Text mit der ID in Field 01. Zusätzlich brauchen wir noch einen Button. Wir bekommen die ID Button Submit und den Text ausführen. Nachher, wenn wir dann einen Text in unser Eingabefeld eingegeben haben, können wir mit einem Knopfdruck einfach diesen Text als Pop-up ausgeben lassen. Dann erzeugen wir noch eine TypeScript-Datei. Diese nenne ich jetzt einfach mal Script 1. So. Damit das Ganze funktioniert, soll der Code erst ausgeführt werden, sobald unser HTML-Dokument geladen wurde. Sprich, document.add EventListener, DOM Content Loaded. Erst dann soll etwas passieren. Was soll jetzt passieren? Und zwar legen wir uns eine Variable für unseren Button an, damit wir nachher nicht ständig document.getElement bei ID schreiben müssen, sondern einfach nur Button. So, der Button ist ein HTML-Element und bekommt jetzt den document.getElement bei ID submit, Button submit zugeordnet, welcher auch ein HTML-Element ist. Zusätzlich wollen wir noch eine Variable für unser Eingabefeld vergeben. Das können wir jetzt einfach mal infield nennen. Das infield ist ein HTML-Input-Element. Würden wir das Ganze jetzt als HTML-Element deklarieren, dann hätten wir das Problem, dass wir auf die Value nicht zu, also auf den ja enthaltenen Wert, die Value vom HTML-Element nicht zugreifen können. Get Element by ID und das Ganze haben wir in Field 01 genannt und ist auch ein Input-Element. So, dann als nächstes, wenn unser Button geklickt wird, sprich Add Event Listener, Klick, dann soll etwas passieren. Hier hinterlegen wir noch ein Event. Und mit dem Event können wir nachher die Standardausführung unseres Buttons, sprich wenn wir den Button klicken, wird die Seite neu geladen. Das können wir jetzt über das Event verhindern, indem wir sagen Event.prevent default. Damit wird dann die Standardaktion unterbunden. So, was wollen wir hier jetzt machen? Wir wollen eine Ausgabe erzeugen. Das können wir mit Alert machen. Was wollen wir ausgeben? Unsere Eingabe. Eine Eingabe. Hier soll einfach infield.value angehangen werden. So. Jetzt können wir das Ganze in unserer Index.html ausgeben, beziehungsweise einbinden. Sprich, wir geben unser JavaScript-Code an. Script 1.js. Aktuell haben wir noch eine TypeScript-Datei. Mit dieser können wir aber leider nichts im Browser anfangen, weil der nur JavaScript versteht. Also müssen wir unsere TypeScript-Datei erst einmal kompilieren. Dafür haben wir jetzt drei Optionen. Zum einen können wir einfach über Rechtsklick TS-Config unsere Dateien kompilieren. Und wir sehen, hier haben wir jetzt unsere Skriptdatei. Was können wir alternativ machen? Alternativ können wir über den TSC, sprich TypeScript Compile Command, können wir über das Terminal einfach unsere TypeScript-Dateien kompilieren. Dafür geben wir dann TSC,
Skript1.ts an. Das ups, Skript und nicht Skript. Hat aber den Nachteil, dass wir das jedes Mal ausführen müssen, wenn wir eine Änderung in der Datei haben. Was können wir jetzt alternativ machen? Alternativ könnten wir noch minus w wie watch hinten anhängen. Das ist ein Parameter oder auch Argument, das uns das TypeScript sagt, dass er dauernd diese Datei beobachten soll und jedes Mal, wenn die Datei geändert wird, soll er sie erneut kompilieren. Jetzt haben wir aber den Nachteil, dass er nur diese Datei beobachtet. Sprich, wenn wir eine neue Datei erstellen, wird diese erst gar nicht kompiliert. Dafür könnten wir jetzt alternativ einfach sagen, tsc Sternpunkt ts. Damit würde er alle TypeScript-Dateien überwachen. Noch kürzer geht es, indem wir einfach nur sagen, tsc watch. Jetzt kompiliert er alle Dateien. Auch wenn wir eine neue Datei hinzufügen, würde er diese überprüfen und entsprechend kompilieren. Dafür müssen wir dann aber jedes Mal daran denken, dass wir den TypeScript-Compile-Befehl ausführen. Alternativ können wir in WebStorm noch über die Einstellungen festlegen, dass jedes Mal, wenn wir eine TypeScript-Datei ändern, diese auch kompiliert werden soll. Dafür müssen wir dann in die Einstellungen gehen und finden unter Language and Frameworks einmal TypeScript. Und hier können wir sagen Recompile on Changes. Dadurch werden dann bei Änderungen unsere TypeScript-Dateien erneut kompiliert. Beispielsweise Comment A. So, diese sollte jetzt auch hier in unsere JavaScript-Datei auftauchen. Und das tut er auch. So, jetzt wollen wir das Ganze einmal überprüfen, ob es funktioniert. Also öffnen wir unseren Browser und geben einfach mal einen Text ein. Und siehe da, wir bekommen eine Ausgabe per Alert.